Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Mu'min, der Gläubige, trinkt in einem Magen. Also er macht einen Magen voll. Und der Ungläubige macht 7 Mägen voll. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, entweder, also die Ulama haben unterschiedliche Interpretationen, entweder der Grund ist, dass der Gläubige Bismillah sagt. Und wir wissen, wenn wir Bismillah sagen, dann trinkt der Shaitan nicht mit. Aber wenn du nicht Bismillah sagst, dann trinkt der Shaitan mit oder dann isst der Shaitan mit und der Shaitan ist ein Nimmersatt. Ja, das heißt, er will immer mehr, immer mehr, immer mehr. Warum? Weil du nicht Bismillah gesagt hast. Das ist eine Deutung. Die zweite Deutung ist, dass der Muslim gar nicht trinkt oder isst, um sich umzubringen mit diesem Essen. Also, dass er nicht mehr atmen kann, sondern nur damit er sich stärkt. Wobei jemand, das kann aber auch bei einem Muslim sein, der eben sich nicht benimmt beim Essen, er isst so viel, dass er gar keine Luft mehr bekommt. Ja? Oder mit anderen Worten, jemand isst oder trinkt gierig. Gierig. Und das ist nicht das Benehmen eines Muslims.